Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Prison Architect. Ja Freunde, wir machen direkt auf schnell natürlich. Wir brauchen jetzt nämlich Kohle, nur noch 6.000 auf der Uhr. Das ist nicht sehr viel und nicht so geil, weil wir brauchen ja 100 Zellen. 100 Gefangene und ein Kontostand von 100.000. Sind wir noch etwas entfernt, aber wir haben Vorbereitungen getroffen. Wir haben hier noch Land gekauft, damit wir genau so einen Zellenblock noch bauen können. Wo dann praktisch die Leute von hier auch in diese Duschen gehen. Das ist nicht so blöd für uns, denn dann hätten wir es geschafft, ne? Zumindest die Zellen. Das Geld wird auch noch kommen, denn wir arbeiten hier ja an halt hier Objekte verkaufen. Wir arbeiten hier ja schön in der Werkstatt, ne? Alles bisschen Geld, nicht so viel, aber ein bisschen was. So, wir brauchen hier noch Strom. Habe ich hier keinen Strom gelegt? Wieso habe ich hier keinen Strom gelegt? Gute Frage. Nächste Frage. So hier. Ich hoffe, das reicht so. Unterrichtsraum. Dann können die auch was lernen. Ist ja auch nicht so schlecht. Können wir hier mal aufmachen, dass die hier alle durchkommen. Und dann schauen wir hier nochmal. Ich bin mir eben unsicher, ob nicht irgendwas sich aufgelöst hat und die dann doch irgendwo rumrennen, wo sie nicht rumrennen sollen. Wir könnten mal eine Razzia machen. Sicher ist sicher. Ich traue nämlich unseren Freunden hier überhaupt nicht, Freund. Überhaupt nicht traue ich denen. Wir müssen hier auch mindestens eine Wache stationieren, ganz klar. Wir müssen... Haben, okay. Ich habe hier gerade keine Wache drin gesehen, deswegen dachte ich, hier wäre keiner stationiert. Wäre nicht so geil. So, ansonsten... Ja, können wir gerade nicht viel machen. Müssen Geld sparen. Schauen, ob irgendwo ein Tunnel gegraben wurde. Hoffen das mal nicht, aber... auf Nummer sicher gehen ist immer besser. Wie sehen denn unsere Türen hier aus? Sind die so dreckig, oder? Sind die mit Moos überwachsen, oder was? Könnte sein, natürlich. Den schließe ich extra noch nicht an, weil der zieht zu viel Energie. Und, ja, Todeskandidaten werden wir wahrscheinlich eh nicht kriegen hier in der Kampagne, oder? Also außer in der ersten, natürlich, aber... Ach ja, ich müsste das ja auch noch erforschen. Und das wäre mir zu teuer. Recht... Dann zu Tode wohl 10.000. Nee, das lassen wir mal. Das ist einfach zu teuer für uns. Ist einfach wie das Licht fällt wahrscheinlich. Hier, die Türen. Hätte mich jetzt auch gewundert. Wie viel Putzpersonal haben wir eigentlich? Nur 4. Wir haben keine Putzkammer, oder? Dann machen wir hier eine Putzkammer hin. Räume. Wo ist sie denn? Putzmittelschrank. Okay. Na gut, kann man auch so nennen. So, dann können... Nein, nicht hier, sondern Logistik. Dann können wir hier auch weiterarbeiten. Dann brauchen wir weniger Hausmeister für uns, ne? Spart uns Geld. Und alles, was uns Geld spart, ist sehr gut. Wie ich finde. So, Krankenstation haben wir auch. Wir haben eigentlich alles. Psychologe haben wir auch, ne? Wo man unser Psychologe hin? Ach, der ist ja hier mit drin. Aha. Okay. Duschen haben wir 3 Stück. Deswegen wird es reichen, wenn wir hier nochmal genau diesen von hier bis hier Zellenblock ansetzen und dann doppelt machen, natürlich. Machen wir hier Türen rein und gut ist. Dann haben wir. Was kostet denn der Spaß? Wie groß ist denn das? Nein, nicht klonen. Wände. Da würde man ansetzen. Dann wären das 48 mal 19. Wir schauen mal, was der Spaß kostet. Nur das Gebäude. 48. $14.200.
70. Zählt es eigentlich auch, wenn ich einen Kredit aufnehme? Ach, kann ich gar nicht. Verdammt. Kann ich das noch erforschen? Kredit könnte ich erforschen. Wenn wir erforschen es mal, das kostet ja jetzt nicht die Welt. Vielleicht bringt uns das was. Wenn wir einen Kredit nehmen, dann haben wir vielleicht 100.000, dann haben wir diese Kampagne schneller geschafft als gedacht. Aber wie soll man hier 100 Gefangene reinbringen? Das weiß ich noch nicht ganz. Ich habe hier das echt total vergessen, wo wir hier die Zellen gebaut haben. Aber das möchte ich jetzt nicht mehr umbauen. Weil es einfach nur eine Kampagne ist. Und danach werden wir diesen Knast nie wiedersehen. Zwar wurde was erforscht, aber wir müssen hier erstmal Sachen verkaufen, weil ich habe keine Exportzone bis jetzt. Einfach, dass sie das Holz, das gute Holz, nicht wieder verkaufen, einfach so. Na, ihr wisst ja, wer meine Let's Plays schon verfolgt hat, da hatte ich einige Probleme, dass die immer das Holz, das Rohholz verkauft haben. Das hat mich immer geärgert. Das muss ja nicht sein, ne? Wenn wir das so verhindern können, ist das ja gut. So, dann können wir jetzt hier noch was annehmen. Drogenbekämpfung. Ja, warum nicht? Haben wir direkt geschafft. Werkzeugreinigung. Oh. Ja, das kriegen wir aber auch hin. Dann können wir aber hier direkt unser Teil dran bauen. 48 war es, ne? Und hier hin. Ist das cool? Ich denke schon, oder? Wir machen es jetzt einfach. Objekt. Tür. Hier eine Tür. Hier eine Tür. Und jetzt hier durchziehen. So, hier auch noch eine Tür, nur dass es anerkannt wird. Ihr wisst ja die Problematik manchmal. So, dann brauchen wir aber... Moment. Oh, zu laut. Dann brauchen wir hier noch Abflüsse, bitte. Einer zu viel. Dann können wir hier hinsetzen. Hier hinsetzen. So. Passt das? Ne, hier muss einer noch hin. Und da muss auch einer hin. So, war gar keiner zu viel. War zu wenig. Ich Noob. Hier ziehen wir dann einfach noch eine Wand, dass es passt einfach. Und ja, es läuft doch jetzt. Jetzt haben wir noch 14.000. Wir werden damit keine 50 Zellen mehr hinkriegen, aber im Notfall können wir noch einen Kredit nehmen. Wir werden sehen. Wir werden sehen, Freunde. Zählt es eigentlich dazu? Sollen wir es probieren? Toll. Toll. Okay, aber es geht anscheinend. Okay. Es scheint so, dass es hier hochgeht. Wenn wir dann große Kredit machen können, dann könnte uns das was bringen. So, wir machen hier noch eine Mauer. Einfach, dass es gleich ist. Das können wir schließen. Ja, und dann sind wir gar nicht mehr so weit von... davon entfernt, dass wir tatsächlich die Kampagne weg haben. Abreißen bitte diese Tür hier. Einsatz passt noch, okay. Okay, das passt noch alles. Wunderschön. Hier, mach auf, nimm die Tür raus und wir bauen da eine Mauer hin, bitte. Zack. So, das hätten wir. Dun, 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 dun. Unsere Gefangenen machen hier gar nicht so viel Probleme. Na gut, das sind nur mittlere, klar. Ne, halt, da ist sogar ein hoher dabei. Ruf, was? Bleib mal hier. Ruf. Du Sack. Unbekannter Ruf, okay.
Ja. Hey, warum geht hier was durch? Ich habe hier doch Abflüsse. Ach so, weil die hier Duschkopf abreißen. Nein, nicht die Lampe, der Duschkopf abreißen. Duschkopf abreißen. Hier genauso. Und das Ganze muss ich oben auch noch machen. Ja, wenn das direkt über dem Abfluss ist, dann ist das vielleicht nicht so genial, ne? Nein, nicht der Abfluss. Duschkopf. Hier. Duschkopf. Hier. Und Duschkopf hier. So, jetzt haben wir das aber. Jetzt dürfte da auch kein Wasser mehr eindringen. Und wir können hier schon mal Strom. Zack. Und zack. Und Wasser können wir auch gleich mal rüberlegen hier. So hier und so hier. Dann haben wir das auch schon erledigt. Ja, läuft doch, Freunde. Läuft doch. So langsam kommen wir in den Bereich, wo das Ende einläutet von dieser Kampagne. Nur noch ausbauen und dann noch 100.000 irgendwie herkriegen. Wir machen noch eine Razzia, um hier... Wo ist das denn? Vorräte an gestohlenen Werkzeug. Ja. Kriegen wir nochmal Geld, das wäre sehr schön. Hm. Naja. Ja. Warum haben wir hier eigentlich die Türen zu? Kann mir das einer sagen? Hat das einen Sinn? Hab ich da irgendwie... Hey, hallo. Jetzt geht doch mal weg. Ich will sie euch aufmachen, aber so kann ich sie euch nicht aufmachen. Boah. Ja, danke, mein Freund. So, die können wir auch erstmal aufmachen. Das hat ja... Die kommen ja nirgends hin. Sie müssen ja durch Metalldetektoren laufen. Geld haben wir anscheinend auch bekommen. Das möchte ich nicht machen. Ja. Das sind alles Sachen, wo ich nicht will. Ja, das will ich jetzt auch nicht machen. Ich könnte das Geld nehmen erstmal, aber wir werden erstmal hier anfangen, ein paar Zellen zu bauen. Aber nicht so, sondern so. Oh, und ich wieder uns Zellen bauen. Ihr wisst, dass zumindest beim Klonen könnte das problematisch werden. Dass ich wieder irgendwie mich verbaue oder so. So. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut für euch, wenn ich so nah dran bin, weil da wird es ja doch immer relativ laut gleich. So, hier genauso der Spaß. Genau hier. Ja, jetzt habe ich unten die Mauer wieder vergessen, aber die können wir ja nachträglich ziehen. Das ist ja wirklich kein Problem für uns. So hier. So. Dann die Mauer hier noch ziehen. Ah, wir kriegen es nicht ganz hin vom Geld, wir können aber noch, komm. Personalgesundheit. So. Haben wir nochmal Kohle uns geholt. Jetzt könnte das... Moment mal. 3 Stück in der Küche zuteilen. Können wir machen, aber nur ganz kurz. Na, ich Fuchs, ne? Ich Fuchs. Wo ist die Küche? Ist das jetzt geschafft? Ja, gut. Zurück. So, dann können wir den Rest hier auch noch schön bauen. Dann haben wir wenigstens die Zellen schon mal. Und können dann die ganzen Häftlinge reinlassen. Dann haben wir einen Teil geschafft. Dann müssen wir wirklich nur noch an Kohle kommen. Ich denke, das kriegen wir auch ganz gut hin dann. Wenn es mit dem Kredit ist. Ist ja kein Cheat. Ich habe ja das Geld dann geliehen und habe das auf dem Konto. Da steht nur, wir sollen 100.000 auf dem Konto haben. Von wo das Geld kommt, steht nirgends. Also gehe ich mal davon aus, dass es so okay ist.
So. Jetzt brauchen wir noch unsere Versorgung natürlich. Oh, oh. Erstmal so hier. Ja. So. Machen das hier rüber. Halt. Noch mal eins hoch, bitte. Und hier rüber. Und hier sollten wir es auch verbinden, vielleicht. Und hier machen wir genau dasselbe. Unsere Bauarbeiter sind jetzt ein bisschen beschäftigt, aber es ist okay. Das ist okay, vollkommen okay. So. Gut. Dann können wir bald 50 Häftlinge reinlassen, auf einmal. Dann haben wir zumindest die 100 gefangen und das gibt uns ja auch nochmal richtig Kohle. Sollen wir da Schwere reinlassen? Es gibt 1500 pro Häftling, ne? War das nicht so? Einlieferung. 1000. Das heißt, 50.000 wären das. 50.000, wenn wir nur Schwere reinlassen. Ist eine Überlegung wert, ne? 50.000 ist viel Geld. So, hier. Dann haben wir es nämlich fast schon geschafft. Wenn wir 50 schwere Jungs reinlassen, hätten wir es fast geschafft. Ist jetzt die Frage. 50 schwere Jungs. Eigentlich wäre das nicht so dumm, ne? Aber dann braucht man noch, ich weiß nicht, ein paar Wachen vielleicht. So, 4 Wachen noch. Wir haben keine Hunde und so. Und im Notfall werden wir das dann mit dem Kredit lösen. Genau, so machen wir das. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, war es das aber für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Und ich denke, nächstes Mal werden wir die Kampagne beenden. Bin zumindest optimistisch. Mal sehen, ob es gelingt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, haut rein. Ciao.